Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Und ja, wir waren kurz davor, hier runterzugehen. Das machen wir jetzt auch mal, um die Mission hier zu beenden bzw. durchzuführen. Und zwar suchen wir hier Androiden. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Ja, wir müssen diese Androiden finden. Die sind irgendwie, keine Ahnung. Die leben anscheinend noch laut der Mission, aber was genau da jetzt passiert ist und warum die sich nicht melden, das wissen wir nicht und das wollen wir jetzt rausfinden. Deswegen ab geht's hier. Wo geht's denn hier lang eigentlich? Okay. What the fuck ist das? Du hast eine Waffe erhalten. Tugendwürde. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ohne Witz, ich habe das Spiel vor längerer Zeit mal gespielt. Aber das Ding habe ich auch nicht gefunden. Obwohl das so offensichtlich hier hinten eigentlich ist. Naja, egal. Gehen wir hier hoch. So. Das habe ich nie gefunden. Und ja, meine Lieben, das ist ein Jahrmarkt. Na, Vergnügungspark. What are those? What the? Wow, this is weird. Ich glaube, man kann die auch aggro machen. Ich will gerade nicht speichern. Oh. Brauchen wir eigentlich nicht, aber man kann ja nicht schaden. Rache 1. Oh, die pumpen aber ganz schön viele. Ganz schön viele Kugeln raus hier. Aber jo, die bringen Items. Hat sich also gelohnt. Verbeulte Platten. Das Zeug brauchten wir eh. So, es reicht aber auch jetzt hier mit dem Gekloppe.
Genau. Und wir haben E-Mails. Die sollten wir vielleicht nach der Mission hier mal langsam mal angucken. Und wenn da irgendwelche Sachen drin sind, die vielleicht auch der mal nachgehen. Wir machen erstmal die Mission jetzt zu Ende, würde ich sagen. Dann können wir uns immer noch darum kümmern. Ja, hier haben wir wieder genau das gleiche mit den Robotern. Die versuchen, menschliches Verhalten zu imitieren. Ne, Betriebspause hier. Und ich verstehe nicht, warum sie das versuchen, aber... Mal gucken. Wir bekommen Resistance-Signale von diesem Gebäude over there. Und da scheint es zu sein, da müssen wir hin. We need a way through. Let's look around for a route we can take. So, Posteingang. Nur ein Scherz. Erinnerst du dich danach über die Jupiter-Wahrsagerei? Jupiters Glück, du hast da. Irgendwas mit Wahrsagerei. Naja, Operators Gedanken. Vorgesehene Korrespondenz. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten. Und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Erde von den Maschinen zurückzuerobern. Der Menschheit zur Ehre. Verlorene Ausrüstung. Ich wollte dir von deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserer Analyse-Team ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in die verlassene Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe ihre Voraussetzungsposition markiert. Ja, das ist auch schön. Dann können wir zurückgehen und die holen. Das machen wir dann nach der Mission. Und hier ist aber nur eine Testmail. Das machen wir doch dann. Die anderen scheinen keine wertvollen Informationen zu haben, außer irgendwelche Wahrsagerei-Sachen. Die keiner will. Dort ist es gefährlich, ist kaputt. Also sie können sich schon, ja, ausdrücken. These machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Vergnügungsparkpanzer. Piu, da haben sie mich hart erwischt. Und ich hätte ein bisschen was mitnehmen sollen eigentlich für diese Mission hier. Sehr interessant, was der Panzer so drauf hat.
Au, au, au. Das war keine gute Idee, da oben rauf zu gehen. Ich glaube, wir kommen jetzt erstmal nicht mehr zu einem Händler. Ich hoffe, es reicht noch für den Rest dann hier. Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Maschinenkern. Ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Aber wir werden es hoffentlich noch rausfinden. Ich glaube, wir hätten den auch ignorieren können, den Panzer. Ich weiß es nicht. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh, alright. Er wird ausgewichen. So, haben wir sie noch alle kaputt bekommen? Sehr schön. Alert. Multiple resistance member. Detected beneath this room. Ah, damit können wir sogar HP heilen. Das ist ja cool. Mit den Bergungen hier können wir unsere HP hochheilen. Seht ihr das? Das ist total nice. Ja, meine Lieben, willkommen zu einem der coolsten Bossfights, die ich kenne. Ich finde den richtig gut gemacht. Oh, ich mache mich aber auch gerade schlecht hier. Puh.
Kleines Hack-Minispiel hier. It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi! Those look like corpses. Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think. 2B, I'm detecting black box signals. They are dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now. Dann wissen wir auch, was mit denen passiert ist. Die Kamera ist gerade so ein bisschen... kacke. Analyze the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Ah, da hinten stehen schon wieder welche. Ich kann hier halt kaum Schaden machen gerade. Weil ich mich die ganze Zeit um die anderen Dinger da kümmern muss. Deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig, mich da auf sie zu fokussieren. Aber ich glaube, wir müssen das tun. Ich sammle nebenbei mal eben kurz die Heilungsgegenstände ein. Also was auch immer diese stromfesten Salben sind da. So, eben gucken, dass wir hier nicht zu viel Schaden kriegen. Beziehungsweise zu oft getroffen werden, aber sieht gut aus. Jo, die ist im Arsch. Sehr schön.
Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Ui. We have to save those androids. Da, ich glaube, die sind hinüber. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. So, da müssen wir mal eben kurz gucken, dass wir hier noch alles mitnehmen. Ich glaube, man kann hier noch irgendwo runter. What is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Und da kommt schon das erste Mal so die Frage auf, finde ich, ob Maschinen Gefühle haben können oder nicht, wenn sie einen gewissen Grad an Intelligenz erreichen. Und ich finde, mit dieser Frage beschäftigt man sich hier im Spiel öfter. Das sind... Da vorne ist nur so ein komischer, naja, so ein TV-Turm, sage ich mal, aber nichts, was man öffnen könnte, also aktuell nicht. So eine komische Kiste, wo ich immer noch nicht weiß, wie man die öffnet. Ja, wie wir auch ganz am Anfang gesehen haben. Allerdings jetzt langsam kommen wir dem Punkt näher, wo ich aufgehört habe, beziehungsweise aufhören musste und nochmal angefangen habe, um euch eine bessere Qualität bieten zu können im LP. Und das ist sehr schön, dass wir jetzt schon so weit sind. Weil, ja, dann wird jetzt alles ein bisschen frischer für mich und da freue ich mich schon drauf. Weil es macht mir trotzdem viel Spaß. Gerade der Bossfight gerade, der war echt nice, also der hat echt Spaß gemacht. Aber natürlich macht es mir auch Spaß, wenn ich neue Sachen entdecke. Da, so eine Kiste ist da unten auch. Und die kann ich aktuell einfach nicht öffnen. Hostiles. I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. Could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Maschinen, die sich ergeben wollen. Auch interessant. Na gut, mal sehen, wo uns hinführt hier. Ja, chill mal. Das zumindest alles einsammeln hier. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space after all. Huh. So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Große Erweiterung erhalten. Ist, glaube ich, dass wir mehr Sachen tragen können. Auch wenn ich bisher kein Problem damit hatte, irgendwelche Sachen mitzuschleppen. Hm.
Und die Stimme jetzt, die jetzt kommt, finde ich perfekt gewählt. Weil das perfekt den Charakter, naja, unterstreicht. Can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Ah, Treibstofffilter. Um zu zeigen, dass ne, die friedlich sind, haben sie sich einen Treibstofffilter gegeben. So, wir speichern hier einmal kurz schnell. Dann würde ich sagen, geben wir den Treibstofffilter mal ab. Beziehungsweise können wir mal eben was machen. Und zwar können wir eben kurz hier weggehen. Nur ein bisschen. So, weil jetzt seht ihr auf der Karte, da sind drei rote Punkte. Wir mussten mal eben kurz hier resetten, das Dorf. Jetzt haben wir hier auch Shops. Maschinenschwert. Maschinenaxt und Maschinenspeer. Na, Titanlegierung fehlt uns immer noch. Und Tugendwürde. Na, Tugendvertrag, Tugendwürde. Der braucht Zeug für eine Reparatur, okay. Ja, den helfen wir mal. Ja, mal sehen, ob wir Teile dafür finden. Und hier müssen wieder... Ah, der braucht auch Teile. Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings. Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Ach nee, das ist was anderes. Ich habe das gerade falsch gelesen, glaube ich. Bei diesen Nebenaufgaben bin ich immer so ein bisschen schnell, muss ich sagen. Aufwendiges Gerät. Das verlorene Mädchen. Du wurdest gebeten, die kleine Schwester an einem... Ah, hier müssen wir eine kleine Schwester finden und hier müssen wir... ein aufwendiges Gerät finden. Wir können ja mal schauen, wo wir das alles auftreiben können. Gibt es noch so eine andere Aufgabe? Eben kurz gucken. Hinten habe ich noch eine gesehen. War gleich ein bisschen weiter rechts. Ups. Ja, Nebenquests finde ich halt nicht ganz so interessant, aber... Ich habe bereits geschlossen. Ah, der hier ist so ein bisschen Philosoph, ne, der philosophiert so ein bisschen. Ah, den kenne ich noch. Ich werde es langsam wegklicken, damit ihr es lesen könnt, falls es euch interessiert. Aber im Grunde finde ich es persönlich nicht so interessant. Ist halt ein Philosoph. Oder beziehungsweise philosophiert er sehr viel und hat hier sogar einen Anhänger im Dorf. Und mit dieser Anhängerin sollen wir jetzt mal schnacken. Das machen wir natürlich. Da ist er.
Briefe Jean-Paul. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, deswegen. Im Endeffekt hier muss man einen Brief hinbringen. Von einem seiner Fans. Und wahrscheinlich gibt es diese Fans hier irgendwie überall. Hier auf der, eben hier ist noch irgendwo einer. Vielleicht einen weiter unten. Nee, müssen wir hier noch. Was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe hier? Also wir haben jetzt alle Aufgaben verlorenes Mädchen, die Bitte, das waren dann ein paar, die Bitte des Waffens, Jean-Pauls Melancholie. Ein Mädchen in Pascals Dorf hatte erzählt, dass Jean-Paul im Vergnügungspark und auch in der Wüste Anhängerinnen hat. Ah, okay, wir müssen also die Geschenke von seinen Anhängern zu ihm bringen. Weil, aus Gründen. Allerdings sehe ich gerade, unsere Zeit ist wieder um für diese Folge. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. In der nächsten Folge geht es weiter mit Nier Automata. Und ich bin mal gespannt. Ich denke, wir werden die Nebenaufgaben so ein bisschen nebenbei machen. Und mal schauen. Ich will jetzt auf jeden Fall zur Factory zurück. Und vor allem die verloren gegangenen Sachen holen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und tschüss.